Fragt mich bitte einfach nicht, wie ich auf so eine Idee gekommen bin. Ich habe eigentlich Angst vor Pferden. Ich sage euch ehrlich, ich habe noch nie verstanden, warum man auf Pferden reitet. Die sind viel zu riesig und unberechenbar. Kennt ihr diese Videos, wo die Leute weggekickt werden, wenn so ein Pferd nach hinten tritt? Okay, Freunde, ich habe wirklich gar keine Ahnung, auf was ich mich hier heute einlasse. Ich lasse es einfach spontan auf mich zukommen. Ich bin gerade schon auf dem Weg zu der Pia. Das ist eine, wir sind nicht befreundet, aber wir kennen uns halt schon von damals. Also wir hatten eigentlich nie wirklich großartig zu tun, aber die hat halt in der Nähe gewohnt von mir. Heißt, ich werde das heutige Video also auf einem Pferd reiten mit einem Date verknüpfen. Das wird heute ein Date mit Pia und einem Pferd. Also mit einem Pferdemädchen. Ich habe auch ein bisschen Angst vor Pferdemädchen, sage ich ganz ehrlich. Es gab einen sehr weisen Mann, der sagte, Pferdemädchen haben meistens einen an der Waffel. Nein, Freunde, es wird schon gut gehen. Also ich will auch gar nicht zu lange rumlabern. Ich würde sagen, hier kommt der Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich bei der Pia angekommen bin und bei ihrem Pferd. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Ich bin wirklich nervös, Freunde. Okay, Freunde, ich bin jetzt, glaube ich, hier richtig, aber irgendwie ist sie nicht da. Hä? Nicht falsch gefahren? Okay, sie hat mir eine Sprachnotiz geschickt. Du musst an den Hühnern vorbeifahren und dann geht's da links rein. Was für Hühner? Hallo, wo bist du? Moin, ich stehe hier an der Kreuzung. Moin. Ja, an welcher Kreuzung denn bitte? Hast du die Hühner gesehen? Na, was für Hühner? Hier sind keine Hühner. Warte, ich schicke den Standort. Bin ich an irgendwelchen Hühnern vorbeigefahren oder dass ich es gemerkt habe, da waren keine Hühner. Nee, hier sind keine Hühner. Ich bin einfach falsch, glaube ich. Ah, hier sind die Hühner. Okay, ich bin richtig, glaube ich. Was hat sie jetzt gesagt? Die Hühner und dann rechts? Links rein. Oh mein Gott, das ist riesig. War das das Pferd gerade? Ich werde den Scheiße nicht überleben. Du hast mir eine komplett falsche Wegbeschreibung gegeben einfach. Nein, nur fast. Also nur so ein bisschen, aber es war... Moin! Hi! Ist es dein Hund? War der nicht mal kleiner? Doch, ja. Jetzt ist er bisschen. Der sieht einfach aus wie so ein kleines Kissen. Hallo, guten Tag. Du weißt, dass wir ein Date gerade haben, oder? Ja. Hi. Hi, na. Das ist das Pferd. Das ist oh Gott. Oh Gott, der Hund. Oh Gott, das ist riesig. Okay, also ich sag dir... Sie ist total brav. Hat die kein... Oh Gott, oh, die ist sehr weich. Ja, natürlich ist die weich. Die hat aber keine Angst vor mir, weil ich einen Motorradhelm auf habe oder so. Nicht. Also gerade findet sie es, glaube ich, nicht so schlimm. Okay, ich schnuppere meinen Kopf. Okay, also es ist auf jeden Fall größer, als ich gedacht habe, als ich erwartet habe. Die ist gar nicht so groß. Die zählt noch als Pony. Die zählt als Pony? Seit vor, dass ich kein Pferd habe, was hat denn dann gemacht? Was ist denn das dann? Das ist ein Pony. Das ist ein Pony? Ja. Wie sieht denn am Pferd aus? Hey, da saß gerade bis vor 10 Minuten noch ein 5-jähriges Mädchen drauf. Das wirst du schaffen, oder? Auf dem Pferd? Ja, auf dem Pferd. Die ist gerade gefahren. Ja, ich krieg das hin. Das ist gar kein Problem für mich. Ich habe viele Cowboy-Filme und sowas angeschaut damals. Also ich weiß, das Einzige, was ich über Pferde weiß, ist, dass man sich nicht hinter die Pferde stellen darf. Ja, das ist korrekt. Also man darf sich nicht dahinter stellen, wenn es austritt, ist dann schlecht. Hm. Wie heißt sie nochmal? Sora. Okay, Sora. Wir kriegen das zusammen hin, okay? Du hast einen riesigen Kopf, das ist irgendwie gruselig. Oh Gott. Okay, also wie hast du das jetzt vorgestellt? Also wir zäumen die Sora jetzt erstmal noch schnell auf. Bruder, du bist auch echt lustig. Oh Gott, geh nicht hinter das Pferd. Oh Gott, der arme Hund. Wie lange reitest du schon? Seit ich 6 Jahre alt bin. Und was macht dir Spaß am Reiten? Wie kommt man überhaupt dazu zu reiten? Ich habe es noch nie verstanden. Jedes kleine Mädchen findet Pferde toll, oder nicht? Also. Aber die sind so riesig und irgendwie gruselig. Ja, was hältst du von dem Gerücht? Also mir hat mal ein weiser Mann gesagt, dass sehr viele Pferdefrauen einen an der Klatsche haben sollen. Oh ja, das... Also das habe ich jetzt nur gehört. Eventuell vielleicht ein bisschen. Hattest du auch so Pferdeposter und sowas? Nee, das hatte ich nicht tatsächlich. Okay. Kann ich nicht einfach mit deinem Hund irgendwie Gassi gehen und du reitest neben uns? Ja, auf meinem Mist ist die... Ich bin jetzt Pferdereiter ja nicht gewachsen, oder? Ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich weiß es auch nicht, aber ich fand es mega witzig. Ey, du bist gerade hinter das Pferd gegangen. Oh mein Gott. Kann ich das anfassen hier, das Pferd, oder? Okay, ich lehne mich mal hier so ab, als wäre es mein Pferd, okay? Mein Gott. Ey, okay, das mach ich nicht. Mal zu, Freundchen. Kriegen wir es zusammen hin, Soraya. Ich hab dich lieb. Okay, also wir gehen jetzt mit dem Pferd. Ja, du nimmst jetzt das Pferd. Hier. Okay, Soraya. Oh Gott. Ein bisschen weiter vorne, so. Nein, andersrum. Immer auf der Seite stehen. Soraya, mach keine Faxen. Und den Rest hier unten. Nicht um die Hand wickeln, weil falls du losrennen solltest, würdest du dir wehtun. So. Okay. Und jetzt geht's los. Soraya, wie geht jetzt los?
gehen. Also Soraya, entspann dich. Schon läuft doch schon super. Weißt du es gut? Ja, ey, kann ich mein Motorrad da stehen lassen? Ja. Perfekt. Ha! Das war eine grobe Fehlentscheidung, wie ihr gleich sehen werdet. Okay, Soraya, ich weiß, du hast auch keinen Bock gerade drauf. Oh Gott, warum bleibst du stehen? Das war nicht so gemeint. Wenn du stehen bleibst, nicht anschauen, sondern dahin schauen, wo du hin willst und weiterlaufen. Okay, wir gehen weiter, Soraya. Geh? Nee. Ja, du musst gehen. Wie sie mich anschaut. Soraya, bitte komm mit. Ich glaube, ich habe was gesagt, was dir nicht gefallen hat. Die guckt mich auch sehr aggressiv gerade an, sag ich dir ganz ehrlich. Oh shit. Ist hier mal ein Bike gefahren? Ich glaube ja. Oh nein. Oh doch. Oh nein. Ah, perfekt. Oh nee, das muss doch jetzt nicht sein. Haben Sie es nicht gesehen? Nee. Wollen Sie mal vorfahren, dann kann ich es aufstellen. Das kann jetzt nicht sein. Ich wollte einfach nur ein Pferd hier reiten, Bruder. Das ist jetzt gerade nicht passiert. Doch, ich glaube schon. Ich check das gerade nicht, dass mein Motorrad umgefahren wurde. Können wir jetzt einfach reiten? Ja, klar. Okay. Soraya, bitte enttäusch mich jetzt nicht, ich bin traurig, okay? Das ist der Steigbügel, da muss dein Fuß jetzt dann gleich rein, okay? Mhm. Pass auf, wir machen das jetzt so. Ich halte auf der anderen Seite gegen, du stellst dich so hin, machst hier deinen Fuß rein, okay. Stützt dich da ab und drückst dich dann hier so rauf und setzt dich rein. Ach du Scheiße. Wenn ich mit meinem Fuß aus Versehen hier rein in seinen Bauch gehe, machst du nicht. Dann fängt er an zu sprinten, oder? Nein, Quatsch. Doch, das machen die immer so mit den Hacken. Ja. In deinem Westernfilm, vielleicht in der Rennen. Der Hund ist auch schon ganz aufgeregt. Ja, der hat Angst, dass es verkackt. Also ich versuche jetzt einfach zu verdrängen, dass mein Motorrad gerade umgefahren wurde. Gib und mir alles, was kaputt gehen kann, bevor das auch noch kaputt geht. Und wir tun einfach so, als wäre das nicht passiert und es ist ein schöner Tag und wir reiten jetzt zusammen. Das ist das beste Date, was ich jemals hatte. Das weiß ich. Echt, ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Okay, jetzt das andere Bein zu mir rüber. Wo soll ich mich denn hier festhalten? Hier? Ja. Los. Ja. Okay, Soraya, entspann dich. Alles gut. Oh, alles easy. Kannst du meinen Fuß da reinmachen? Da. Oh Gott. Alles gut? Also man, ja, alles gut. Okay, soll ich erst ein Stück führen? Ja, bitte. Ich soll alleine reiten, meinst du, oder was? Ja, na klar, du wolltest doch reiten. Wie steuere ich denn so ein Ding? Du musst ein bisschen drücken. Wieso? Weil wir dann losgehen. Ach so, wenn ich drücke, geht sie los? Okay, wir gehen los. Los. Oh Gott, die hat gar keinen Bock auf mich. Okay, das wackelt mehr, als ich erwartet habe. Ich habe das Gefühl, ich mache hier irgendwas falsch. Mache ich irgendwas falsch oder richtig? Alles gut. Die geht so. Oh Gott, der Hund. Schön locker in der Hüfte, immer mitschwimmen. Aha. Was sagt deine Reitkompagnons eigentlich dazu, dass du mit so einem Spassi mit einem Motorradhelm reiten gehst? Ich denke einfach nicht drüber nach. Oh ja, das machst du ganz toll. Okay, aber wie lenke ich denn jetzt so ein Pferd? Die Zügel. Wo sind die Zügel? Hier. Ach so. Oh nee, das war nur eine Frage. Ich will das jetzt nicht machen. Doch, ey, Pia. Ich halte vorne mit fest. Du nimmst den Zügel so. Okay. Kleiner Finger muss raus. Was? So. Andere Seite auch. Okay. Und dann baust du mit den Daumen ein Haus. Ein Haus? Ja. Also so oben aufstellen. Okay. Und dann gehst du los. Los! Bisschen mehr Motivation. Oh Gott. Wie lenke ich sie? Zusammen die Hände. Mhm. Jetzt mach mal den linken Zügel auf, also zu mir. Also ich bewege ihr Kopf. Das ist wie bei Red Dead Redemption. Ja, und jetzt, also du machst linker Zügel rechter Schenkel, rechter Zügel linker Schenkel. Linker Zügel. Oh Gott, Soraya, bitte bleib ruhig. Die sieht aggressiv aus, oder nicht? Also wenn ich jetzt nach rechts will, ziehe ich rechts quasi. Wenn du nach rechts willst, ziehst du rechts. Wenn du nach links willst, ziehst du links, aber bitte mit Gefühl, weil du hast das Maul von dem Pferd in der Hand. Okay, ich ziehe jetzt mal nach links. Ja, und dann den rechten Schenkel. Ja. Zurück. Fester. Mit was? Mit dem Schenkel. Ja. Ja. Oha. Oha, es geht? Okay, jetzt nicht mehr. Oh nein, sie will, glaube ich, woanders hin. Oh Gott, Soraya. Warum lachst du? Okay, Soraya, ich wollte jetzt auch stehen bleiben. Das sehe ich genauso wie du. Wir können uns jetzt erstmal entspannen. Geh los. Bitte geh los. Ich will dich nicht anschreien. Ja, weiter. Was macht sie? Ja, jetzt frisst sie Gras.
Oh Gott, ich dachte, sie frisst die Leine. Wie lange bist du schon Single? Lang. Bist du traurig und einsam? Ja, voll. Hast du deswegen so einen kleinen Hund? Ja. Tatsächlich habe ich echt deswegen so einen kleinen Hund. Wie heißt der nochmal, der Hund? Bo. Wie? Bo. Bo? Ja. Bo? Ja. B-O. B-O-O. Also eigentlich Bu, aber Bu hört sich scheiße an, deswegen sag ich immer Bo. Bu? Sitz. Stell ihn mal auf den Boden. Ich bin Hundeflüsterer. Bu? Sitz? Bei dem sieht man ja nicht mal, ob der sitzt, weil sein Fell so fett ist. Okay, wollen wir zurück? Ja. Ich mach das. Linker Zügel, rechter Schenkel. Ja. War extrem. Extrem. Ja. Sehr gut. Oh mein Gott. Jetzt kann es sein, dass du ein bisschen mehr anziehen musst, weil Richtung nach Hause geht es immer gern ein bisschen schneller. Okay, was war jetzt im Notfall, Notbremsung, einfach ziehen? An beiden gleichzeitig. Okay. Und hinten schön tief reinsetzen mit dem Hinteren. Hast du gerade meinen Arsch angefasst? Ja. Okay, also ich will jetzt, dass ich stehen bleibe, das heißt, ich ziehe. Stopp. Ja. Ich hab's geschafft. Ja, sehr schön. Und jetzt, wenn ich runter will? Aus beiden Steigbügeln raus. Sie geht jetzt aber nicht los, oder? Nee, aus beiden Steigbügeln raus. Okay. Und dann das Bein wieder hier über den Po zurück. Oh Gott. Wie war das? Der Abstieg? Richtig gut. Ich sag dir ehrlich, das war viel zu leicht für mich. Ja. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass wir so ein bisschen über Zäune springen und... Vorhin wolltest du nicht mal traben, da hast du dir schon eingeschissen. Soraya, ich sag dir ganz ehrlich, das war ein wunderschönes Treffen mit dir. Du hast so schöne Augen. Ey, geht's nur mir so oder guckt ihr dich auch so aggressiv an? Die gucken nicht aggressiv, die gucken einfach süß. Guck mal ihre Augen, die guckt richtig böse. Du kleines Kissen. Boah, ist die leicht. Das ist ein Er und ja, er ist sehr leicht. Boah, bist du leicht, Bruder. Der ist ja, wie viel wiegt der? 1,8 Kilo. Die frisst ihn jetzt aber nicht oder so, oder? Das war wirklich ein wunderschönes Date. Ich habe fast schon vergessen, dass mein Motorrad vorhin umgefahren wurde. Ja, und also, wenn du willst, können wir gerne noch ein zweites Date haben, aber dann halt richtig hier mit Galopp und, ja, klar. Und Springen und sowas. Backflip, Handstand. Auf jeden Fall, ich gebe dir vorher extra eine Reithose, die kannst du dann anziehen. Das hört sich sehr... Das hört sich super an. Du bist am Start bei einem zweiten Date, rein theoretisch. Definitiv am Start. Soraya, du bist auch dabei, oder? Die fand ich super. Die ist auf jeden Fall dabei. Ich danke dir für den Ritt. Sagt man das so? Ja. Gut, wir können jetzt zurückgehen. Freunde, ich habe jetzt hier gar kein Ende gefilmt, also keine Verabschiedung. Ich war irgendwie immer noch unter Schock, dass das mit Suzuki passiert ist, wie es passiert ist. Ja, was genau alles kaputt ist, werdet ihr dann im nächsten Video sehen, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke nochmal an Pia und Soraya. Küsschen gehen raus. Ja, Bruder. Please leave a like in the commi. Und vergesst die Glocke nicht. Oh Gott, nee. Leute, ich bin raus.